Dokumentation, Fachsprachprüfung, Arztbrief über Hämatochezie. Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, ich berichte Ihnen nachfolgend über die Patientin Frau Weirowitz-Jelike, geboren am 14. Mai 2000, wohnhaft in Bremen, 165 cm groß und 63 kg schwer, die sich heute Morgen in unserer Station wegen seit 3 Tagen auftretender Hämatochezie und stechender bestehender prokrediter Bauchschmerzen vorgestellt hat. Frau Jelike gab an, dass der hellrote, blutige, schleimige Durchfall 8-mal am Tag aufgetreten sei. Des Weiteren befugte die Patientin hinzu, dass die Schmerzen langsam begonnen hätten, in der linken Flanke lokalisiert würden und im Laufe der Zeit schlimmer geworden seien. Bis auf Müdigkeit sei die vegetative Anamnese, also Gewicht, Schlaf, Appetit, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen und so weiter, unauffällig. Bis auf Novamin 500 mg bei Bedarf nehmen Sie regelmäßig keine Medikamente ein. An Vorerkrankungen leide sie an einer chronischen Gaumenmandelentzündung oder Tonsillitis. Zudem sei es keine Blutübertragung bekannt. In der Jugend oder im Jugendalter musste sie Gaumenmandelentfernung oder Tonsillektomie operiert worden. Familienanamnestisch hätten ihre Mutter und ihre Brüder an einer chronischen Darmentzündung gelitten. Frau Jelike sei allergisch auf Insulin. Die allergische Reaktion äußert sich mit Juckreiz und Hautausschlag. Tabakkonsum und Drogensucht würden verneint. Am Wochenende trinke sie gelegentlich eine Bierflasche. Die Sozialanamnese ergab, dass sie eine Studentin sei, ledig, kinderlos und mit ihrer Familie in einer Mietwohnung lebe. Die Diagnose. Die erwähnten anamnestischen Angaben deuten am ersten auf ulcerative Colitis oder Colitis ulcerosa hin. Als Differentialdiagnose kommen die folgenden in Betracht: Kolorektales Karzinom, Crohn morbus, Kolondivertikulitis, Polyposis, Hämorrhoiden, infektiöse Colitis oder Gastroenteritis, ischämische Colitis und Reizdarmsyndrom. Prozeduren, körperliche Untersuchung, digitale rektale Untersuchung, DRU, Laboruntersuchung, Blutbild, Entzündungsparameter, ÖGD-Skopie sowie Koloskopie mit Biopsieentnahme, Röntgenthorax, Abdomensonographie und gegebenenfalls CT-Abdomen. Therapie. Bei der Colitis ulcerosa. Konservative dauerhafte Therapie. Bei der Colitis ulcerosa Ernährung sollte keine Nahrungsmittel verzehrt werden, die den Magen-Darm-Trakt reizen, also tierischen Fetten, mehrfach ungesättigten Fetten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren sowie Milchfetten. Ausreichende Flüssigkeit, Nahrungskarenz. Medikamente: Mesalazin, Steroidpräparate, Immunsuppressiva, Cyclosporin, monoklonale Antikörper. In schweren Fällen der Colitis ulcerosa oder bei Komplikationen können wir Kolektomie-Operation führen, also Entfernung des Dickdarms. Ich denke, wenn ein Patient zu uns mit Hämatochezie kommt,
muss er stationär behandelt werden.